Mit Battlegrounds ist am 23. März ein neuer Battle Royale Shooter erschienen. Diesen habe ich in fast 150 Stunden Spielzeit an den verschiedenen Beta-Wochenenden gespielt und möchte in diesem Video eine kleine Reihe von Tipps mitgeben, die euch den Einstieg erleichtern sollen. Ich bin Spoonpie und das sind die Tipps, die ich gerne schon vorher gewusst hätte. Zunächst ist es erstmal wichtig, dass das Spiel gut genug läuft, denn das Ganze befindet sich derzeit im Early Access und die Entwickler arbeiten noch an der Performance. Dabei muss jeder selbst entscheiden, wie viel Grafik er opfern möchte. Ich bin da eher weniger zimperlich und komme da auch mit sehr niedrigen Einstellungen zurecht. Allgemein gibt es erstmal ein paar Startbefehle für Steam, die auch schon ganz gut funktionieren. Bitte schaut dazu einfach mal in die Videobeschreibung, dort habe ich euch die Befehle reingeschrieben. Startbefehle in Steam selbst einfügen ist relativ leicht. Wer sich damit nicht auskennt, der kann zur Not googeln oder in den Kommentaren nachfragen. Im Video seht ihr auch gerade meine Spieleinstellungen, die meisten sind alle sehr niedrig gehalten, da ich das Maximale wirklich rausholen möchte. Bei Anti-Aliasing und dem Renderscale habe ich da jedoch einen Unterschied gemacht. Ich habe das Ganze verändert aufgrund dessen, Anti-Aliasing dient ja zur Kantenglättung, wer das kennt, Kantenflimmern, ist relativ nervig, deswegen mache ich das Ganze ein bisschen höher. Und durch das Erhöhen des Renderscales wirkt das Ganze noch ein bisschen schärfer, aber bitte darauf achten, das kostet auch wieder an Performance. Haben wir nun die Grafik für uns eingestellt, kommen wir zu den Gameplay-Mechaniken, denn da gibt es einige kleine Sachen, die man beachten sollte. Wichtig ist, dass man weiß, dass es drei Arten zum Looten gibt. Ganz normal mit F, Rechtsklick oder reinziehen. Wenn es mal schnell gehen soll, achtet bitte darauf, auf die Zeitunterschiede, denn ich sage euch gleich, in den meisten Fällen sollte man die Items beim Looten ziehen. Das Ziehen bringt folgenden Zeitvorteil, man kann nämlich, sollte man beschossen werden, schnell reagieren und ausweichen, denn es kommt keine Animation, die jetzt beim Rechtsklick ausgelöst wird. Looten mit dem Rechtsklick sollte man nur bei toten Spielern oder Airdrops, denn dort wird keine Animation abgespielt, weil man es direkt aus dem Inventar rausnimmt. Auch gut zu wissen ist es, dass es in eurem Inventar bestimmte Bereiche zum Reinziehen gibt. Ihr habt beispielsweise diesen Inventarbereich und rechts daneben, ab dieser Grenze, wo euer Charakter eigentlich anfängt und die Rüstung und der Rucksack, da könnt ihr alle Items reinziehen, wie beispielsweise ein Aufsatz, der noch nicht auf eurer Waffe ist. Dieser wird dann direkt ausgestattet, also auch, denke ich mal, was ganz Gutes zu wissen. Kennt ihr das beispielsweise auch? Ihr wollt in ein Fahrzeug einsteigen, schnell losfahren und sitzt jedoch eher auf dem Rücksitz. Den Sitz könnt ihr relativ schnell wechseln mit Steuerung 1 bis 4, wobei dann die 1 der Fahrersitz ist. Eine letzte Sache noch zu den Mechaniken, diese betrifft den Start beim Fallschirmspringen. Vielleicht wundert sich der ein oder andere, warum die Gegner manchmal schneller am Boden sind als man selbst. Das liegt an der Neigung der Kamera. Je tiefer man schaut, desto schneller fällt man. Dabei gibt es auch noch einen kleinen Trick, mit dem man sich ein bisschen Zeit sparen kann. Wenn man mit der Maximalgeschwindigkeit nach unten fällt, fällt man noch ein kleines Stückchen tiefer, bis sich der Fallschirm wirklich geöffnet hat. Dadurch bist du sogar noch ein klein bisschen eher auf dem Boden als alle anderen. Kommen wir nun zu der Waffenwahl. Natürlich ist da vieles lootbedingt und auch bedingt das, wie man gerne spielen möchte. Sollte man jedoch die Chance haben, sich die Hauptwaffe aussuchen zu können, dann empfehle ich euch jetzt Folgendes. Das wichtigste Thema sind natürlich die Gewehre, mit der M16, AKM, M4 und SCAR, direkt auch so für mich angeordnet. Mit der M16 hat man auf jeden Fall einen guten Allrounder und deswegen steht diese Waffe bei mir an erster Stelle. Die M4 und die SCAR sind bei mir beide auf den letzten beiden Plätzen gelandet. Das liegt einfach daran, dass die Waffen meiner Meinung nach ohne Aufsätze relativ schlecht sind und Spiele mit voll equippten M4s oder SCARs habe ich relativ selten, deswegen stelle ich die auch von der Wichtigkeit eher hinten mit an. Bei der Wahl der Shotguns liegt bei mir ganz klar vorn die S6, die hat zwar nur zwei Schuss, die haben es jedoch in sich. An zweiter Stelle kommt die Saiga mit einer sehr hohen Feuerrate, wobei der Rückstoß da schon echt ganz schön enorm ist und das ausgleichen zu können, braucht es auch schon einiges an Skill. Mit der S18 bin ich derzeit am wenigsten zufrieden, ich habe die sogar am Anfang sehr oft benutzt, aber dann gemerkt, dass die Feuerrate dann doch ein wenig zu langsam ist, als dass man sie für eine Shotgun gut gebrauchen könnte. Bei den Scharfschützengewehren, die jetzt nicht aus dem Airdrop kommen, wie beispielsweise die AWM oder die M26, da haben wir noch die K und die SKS übrig. Da empfehle ich euch die SKS, höhere Feuerrate und auch auf Nahkampf relativ gut. Die K lädt mir da ein bisschen zu langsam nach und sollte man ein Viererscope mit der SKS haben, dann kann man Gegner auf weite Distanz auch relativ leicht wegholen. Zu guter Letzt jetzt noch die Maschinenpistolen, da empfehle ich euch die UMP über der Mikro-Uzi. Die Mikro-Uzi ist zwar im Nahkampf wirklich eine Sau, aber die UMP kann dort relativ gut mithalten und selbst auf mittlere bis, naja, fast sogar weite Distanz kann man mit der UMP ganz gut was reißen, was dann mit der Mikro-Uzi wiederum wegfällt. Schneiden wir kurz mal das Thema Fahrzeuge an, denn zwischen den drei verschiedenen Autos gibt es natürlich auch Unterschiede.
Das Beste ist derzeit der UAZ, denn dieser bietet nicht nur große Deckung, sondern der kommt auch ohne Probleme über diese kleinen Hügel, an denen der Buggy oder Dacia beispielsweise gerne mal einen Überschlag machen. Zwischen dem Dacia und Buggy gibt es auch noch Unterschiede. Mit dem Buggy ist man im Solo ziemlich gut durch den Rücksitz von hinten geschützt, jedoch neigt der Buggy bei erhöhter Geschwindigkeit schnell mal zum Ausdriften. Von daher würde ich da doch eher den Dacia bevorzugen. Um in Battlegrounds Erfolg zu haben, sollte man sich zu seinem Spielstil eine entsprechende Taktik ausdenken. Ich persönlich mag es gern actionreich und lande daher am Anfang hauptsächlich in Gebieten, in denen viele landen. Einfach um viele Kills zu machen und danach, wenn vorhanden, mit einem Auto durch die Gegend zu streifen, um noch mehr Kills aufzusammeln. Dabei ist mir zudem aufgefallen, dass umso mehr Leute an einer Stelle landen, desto besser wird das Loot, welches da am Anfang dann auch spawnt. Wer eher auf Siege gehen möchte, sollte Kämpfe bis zum Schluss vermeiden, das ist natürlich klar. Da empfiehlt sich das gute alte Hauscampen, wobei das wahrscheinlich nicht so gern von anderen gesehen wird. Nun gut, ich hoffe, die Tipps helfen euch weiter. Solltet ihr noch Fragen haben, lasst sie mich bitte wissen. Schaut bitte auch auf meinem Twitch-Kanal vorbei, da seht ihr das Ganze nochmal sozusagen in Action. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. I've reached the top and had to stop, and that's what's bothering me.